Herzlich willkommen zurück zu XCOM 2 War of the Chosen mit Arezo. Ich bin Arezo und wir retten Jane Kelly, eine der größten Helden von XCOM. Wir haben sie in den ersten paar Missionen kennengelernt und dann ist sie mir weggestorben. Dorthin, wo ich gebraucht werde. Ich weiß nicht mal mehr ihren Codenamen. Okay, wir sehen bisher keine Gegner. Schauen wir mal, ob wir von hier welche sehen können. Unterwegs. Ja, das können wir tatsächlich. Oh Gott, gleich mehrere. Okay. Wenn wir Easy hierhin bewegen, deckt er die eventuell auf. Das will ich nicht. Wenn wir Easy hierhin bewegen, deckt er die eventuell auf. Das will ich nicht. Okay, geh mal hierhin, bitte. Ich sehe den Weg. Gut, dann lauf ihn auch. So, Shen. Das Übernahmeprotokoll. Was haben wir denn da für eine Wahrscheinlichkeit? Wahrscheinlich eine recht geringe. Sie ist ja auch noch nicht so hochgelevelt. Wover, was sagst du? Okay, das ist nicht schlecht. Abbrechen. Wir machen das in der nächsten Runde. Und je nachdem, ob es klappt oder nicht. Okay, du bleibst erst einmal hier. Central geht mit nach unten. Und zwar direkt hier vor die Tür. Da deckt er auch noch jetzt auf. So. Wenn es klappt, dann greifen wir die Viper so an. Wenn nicht, nicht. Bestätigt, Überwachung läuft. Wie wir den, gut, die Claymore. Hatten wir Kontakt zu Widerstandszellen aufgebaut. Aber es gab auch genug Gruppen, die auf eigene Faust agierten. Wie wir an dem Tag erfuhren, nannte sich die örtliche Truppe Kinder der Erde. Und ihre geschätzte Anführerin Jane Kelly war die Beute, hinter der Advent her war. Okay, Lily Shen arbeitet echt schlecht unter Stress. Ich glaube, das wird noch nützlich. Das wird nicht. Ich hab es nicht geschafft. Wir können uns sehen. Das ist ein großes Problem. Okay. Ja, dann müssen wir die Claymore jetzt doch benutzen. Und die stehen. Ah, nee, doch nicht. Oder? Doch. Die stehen zu weit auseinander. Ich kann die nicht alle mit reinnehmen. Und Feuerschutz. Ich behalte das Gebiet im Auge. Und Feuerschutz. Halte die Augen offen. Feuerschutz verborgen. Okay, die Zu machen dem generell Zeitpunkt nichts. Kannte ich weder Jane noch ihre Gruppe. Aber in der Gegend wurde gemunkelt, dass sie die fieseste Bande von irren Alienjägern westlich des Mississippi waren. Wenn die Gerüchte stimmten, würde ich das Risiko einer Rettungsmission mit Freuden eingehen, um diese Leute für XCOM zu rekrutieren. Auch wenn Jane der Kopf einer aktiven und eifrigen Widerstandszelle war, galt sie doch als überraschend ruhig und berechnend. Die meisten Widerstandszellen folgten ihren Anführern aufgrund ihres Charismas. Doch diese Erdenkinder folgten Jane wegen ihrer Taten. Nicht ihre Worte. Nach ihrer Befreiung wollte Jane sich umgehend in den Kampf stürzen. Ich hatte fast schon ein schlechtes Gewissen, ihrem Team die fähige Anführerin zu stehlen. Aber wenn XCOM den Widerstand leiten sollte, brauchten wir die Besten der Besten an der Spitze. Advent ging ein hohes Risiko ein, um unsere Leute lebend verhören zu können. So wurde mir klar, dass sie langsam anfingen, sich Sorgen wegen unserer Avenger zu machen. Ich mag mir nicht vorstellen, wo wir stünden, wenn sie einfach alle hingerichtet hätten. Er kommt nicht wirklich hinterher, weil ich so viele Züge jetzt hintereinander gemacht habe. Ich find's witzig, dass ich das einfach machen konnte. Einfach nochmal abwarten und... Ja. Okay, ich spare mir die Claymore. Hallo.
3 Schaden, das ist nicht wirklich viel. Und nochmal. Daneben nicht gut. Okay, du gehst auf Feuerschutz. Du gehst auf Feuerschutz. Und... nee, du gehst auch nur auf Feuerschutz. Obwohl, du gehst hier hin und... vorwärts! Okay, der ist da flankiert, dann machen wir das. 40% Crit-Chance. Yay! 2 Schaden. Okay. Schaden, noch viel mehr hält die nicht aus. Die Maschine. Ich habe mich nicht versprochen. Ja, das war's damit. Ist es offensichtlich, aber ich hätte damals nie gedacht, wie wertvoll Jane sich für unsere Operationen noch erweisen würde. Abgesehen vom Commander ist sie wohl das berühmteste XCOM-Mitglied überhaupt. Heutzutage wissen selbst ein paar der Auserwählten, wer sie ist. Die Auserwählten sind tot und... obwohl, na okay, dass sie es... obwohl, eigentlich ging ich bisher davon aus, dass... na verdammt. Dass das hier nach dem Sieg aufgezeichnet wird alles, also erzählt wird alles. Aber es würde vielleicht ganz, wahrscheinlich soll das hier dann spielen während, also nicht während, sondern nachdem der Commander gerettet wurde. Also das hier ist der Bericht dann, um auf den neuesten Stand zu kommen wahrscheinlich. Ausgeschaltet. 3 bis 4, das reicht nicht. 40% Crit-Chance. Momentum haben wir und Nachbeben. Ja, okay, wir machen das. Und laufen dann in Deckung. Wunderbar. Die Geister fordern Rache. Ist die Frage, wo genau hinlaufen wir in Deckung? Da oben bringt nicht so viel. Hier weit genug von Centro entfernt, dass zwar nicht beide mit einer Granate getroffen werden, falls er sich dafür entscheidet. Und eine volle Deckung. Okay, und du läufst schon mal hier rüber. Ich nehme lieber den, die paar Punkte Verlust in Kauf, als zu riskieren, dass Eiskönig hier aufgedeckt wird. Sie verlagern meine Position ist gefährdet. Ui, sehr schön. Meine Deckung hält nicht mehr lange. Doch, doch, das hält schon. Du darfst den nächsten erledigen, du brauchst noch ein bisschen Fokus. Ich kämpfe für meine Leute. Momentan kämpfst du bitte für Fokus. Ihr werdet lernen, uns zu fürchten. So. Wir sind die, die auszogen, um das Fürchten zu lehren. Na los! Oh, top. Wie ging die Geschichte aus? Die mit dem Jungen, der auszog, um das Fürchten zu lernen. Bin schon auf dem Weg. Ich erinnere mich an das Grundgerüst, also dass der Hund nicht wusste, wie man sich fürchtet, also losgegangen ist und ein paar Dinge begegnet ist, vor denen die meisten Leute Angst hatten, aber er eben nicht. Aber wie hat's geendet?
Okay, ein Muton und ein normaler Soldat. Und dort ist auch die... die Evakuierungsstelle. Wir marschieren der Erleuchtung entgegen. Wir marschieren bitte nicht, sondern wir laufen gefechtsnützlich. Marschieren ist zum Reisen ganz gut, damit die Leute tatsächlich alle geordnet sind. Aber während man im Kampf ist, sollte man bitte schnell laufen. Ich bin zu alt für sowas. Hörst du jetzt auf, das zu sagen? Wenn wir davon ausgehen, dass das hier jetzt ist, bevor die Haupthandlung beginnt von XCOM 2, dann darfst du nicht zu alt sein. Du musst noch ein bisschen arbeiten. So schnell ich kann. Ich hoffe so ein bisschen, dass die letzte Mission tatsächlich damit dann endet, dass er auf die... auf das Sicherheitspersonal bei der Parade zuläuft. Okay, Central. Verdammt, wir kommen nicht ganz dort ran. Ich weiß nicht, ob das... ja, das ist eine hackbare Tür. Dann schicken wir mal Shen hier hin. Bin schon auf dem Weg. Oh oh. Hallo. Nicht ganz wie geplant. Wie sieht das denn aus? Okay, wir nehmen die Betäubung. Ah, jetzt kommen die hohen Holz. Ich kann langsam anfangen, Fallkontrolle effektiv zu benutzen. Genau das liebe ich an meinem Job. Roboter zu deaktivieren. Okay. Ja, jeder braucht ein Hobby, ne? So, und... du hackst mal den kaputt. Ein weiterer Verlust für die Ältesten. Ich hoffe, wir decken die da hinten nicht auf. Jetzt hoffe ich wirklich, wir decken die da hinten nicht auf. Das wäre nämlich sehr, sehr unangenehm. Aber ich denke eigentlich, die sind zu weit entfernt. Noch eine Kerbe für mich. Und ich habe mich gehört. So bekomme ich offenbar niemanden ins Visier. Ich hätte ganz gerne was im Visier. Okay, wir laufen hier hin und greifen dort im nächsten Zug an. Das Gute ist, Centric kann nicht sterben. Die können ihn niederschießen, aber er überlebt das. Feuerschutz, wunderbar. Und... der Feind schlägt präzise zu. Na toll. Keine Betäubung, nur ein Schaden. Das ist wirklich nur, um mich zu nerven mit den Punkten, ne? Okay, easy. Du wirst den Preis zahlen. Danke sehr. Die stapeln sich hier schon. Ein weiterer Sklave fällt. So.
Dann feuern wir mal auf den, bevor er wieder aufwacht. Heckverteidigung verringert. Okay, das ist jetzt nicht so das Wichtige. Klingensturm bringt nicht so viel. Okay, wir haben den flankiert. Boom. Okay, nicht schlecht. Oh, sehr schön. Nicht aufgedeckt. So, Central. Toll. Okay, wenn ich hier hingehe. Bin auf dem Weg. Ist er flankiert tatsächlich? Hallo. Nahkampfangriff darf ich gegen den ja nicht machen. Abschuss bestätigt. So, du gehst runter. Ja, Commander. Das ist nicht runter. Oh, du darfst noch nicht angreifen, oder? Bitte greif noch nicht an. Ah, verdammt. Okay, das. Oh, er greift oben an. Mein Leiden wird immer schlimmer. Das ist gut, das ist gut. Solange dein Leiden schlimmer wird, wird nicht das Gesamtleiden der Gruppe schlimmer. Also schon, aber es ist nicht so verteilt. Die Verteilung ist das Problem. Das kostet mich nämlich Punkte. Leide, wie wir gelitten haben. Ja, hat er gemacht. Durch zwei Schläge, ne? Bei uns war es auch durch zwei Schläge. Also Schüsse, aber. Gut. Wir laufen das Stückchen. Dann sind wir näher dran. Genau mein Spezialgebiet. Ich bin nämlich nicht sicher, ob wir nach dem Hack uns noch bewegen dürften. Desorientiert Gegner für zwei Runden, das ist doch nett. Und das andere hätten wir auch nicht gehabt. Völlige Immunität vor den nächsten zwei Angriffen wäre an sich nicht schlecht. In einer anderen Umgebung, aber so ist das. Nicht wirklich wichtig. So, Jane Kelly ist eine andere Rangerin, ne? Quiet. Das war nicht der Name, da bin ich mir ziemlich sicher. Wir konnten Jane gerade rechtzeitig retten, sodass sie uns im Kampf zur Seite stehen konnte. Gerade rechtzeitig. Gut. Ich weiß nicht, warum sie uns in ein paar Tagen nicht mehr im Kampf hätte beistehen können, aber wahrscheinlich hatte sie da einen Termin. Mache mich auf den Weg. Geburtstagsfeier von irgendjemandem aus ihrem Clan oder so. Jetzt habe ich Wachdienst. Manchmal hänge ich mich ein bisschen zu sehr an einzelnen Worten auf, denke ich. Also ich denke es nicht, sondern es wird mir immer wieder gesagt. Ah, verdammt! Die Macht führt mich. Okay, kein Problem, solange wir nichts aufdecken. Shen, hier hin. Bin auf dem Weg. Gut. So, du gehst in Deckung. Warum haben wir nie Ersatzwaffen für diese Leute bei? Für die Leute, die wir retten. Wenn sie sich bewegen, sind sie fällig. Achso, das sind Zivilisten. Ja, okay. Ich mache mich auf den Weg. Ich sagte Buh. Jetzt kämpfen wir offen. Gut, danke. Zu Befehl. Da haben die ihre Animation offenbar vergessen und sind einfach weggeportet. Dann mal los. Warum kann ich mich da nicht hinstellen? Kann ich offenbar. Aber warum ist dann dieses rote Zeichen da? Kann ich mich hier nicht evakuieren, weil hier Stacheln rumhängen? Es wäre an sich ziemlich cool, wenn sie das bedacht hätten, aber ich glaube nicht wirklich dran. So, und Rückzug. Weg hier. Nee, alles gut. Das ist nur ein Grafikbug. Ja, wunderbar. Einen Verwundeten. Das heißt, diesmal ist es nicht makellos. Jane war in Sicherheit. Eine neue XCOM-Rekrutin, die auf Befehle wartete. Nachdem alles vollbracht war, ließ Jane jeden einzelnen Soldaten des Trupps wissen, wie dankbar sie ihnen war, jemanden gerettet zu haben, den sie noch nie zuvor getroffen hatten. Doch eine Selbstverständlichkeit.
denke ich. Wir hielten ständig die Augen nach neuer Ausrüstung offen, vor allem angesichts der wachsenden Anzahl von Rekruten, die zu uns stießen. Ja, und erstaunlicherweise haben wir immer genug für alle Rekruten. Wir nehmen... Hier würden wir die Geschosse ersetzen, deswegen machen wir das nicht. Wir nehmen lieber die PKS. So, Bradford hat Schattenangriff bekommen, das heißt... aus dem Verborgenen mehr Schaden, ne? Das ist nicht so ganz vernünftig. Zieldefinition, weiß nicht, was das bringt. Die Säule, das macht eine... künstliche Deckung. Betäubungsangriff betäubt nicht wirklich. Scan-Protokoll benutze ich nicht wirklich. Und Jane Kelly kommt mit einer experimentellen Klinge und einer verbesserten Schrotflinte. Hat aber scheinbar keine Dingster-Munition. Keine Krallengeschosse. Und wir sind schon fast bei Bronze. Sehr schön. Gut. Diesmal denke ich rechtzeitig dran, die Folge zu beenden, damit wir das Intro in der nächsten Folge haben. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.